Hallo und willkommen zurück zu Outer Wilds. Wir haben jetzt unsere Startcodes und hoffentlich heben wir jetzt endlich mal ab. Also das ist der Felsen, der sich immer wechselt. Und hier wurde. Da geht's raus. Gucken wir uns die Statue an. Ich sehe Dinge. Alles, was ich bisher gemacht habe. In der Reihenfolge. What? Kann ich noch mit dem da oben reden? Das war gerade sehr seltsam. Professor, Professor. Hallo nochmal. Gibt es irgendwas, was du benötigst? Nö, danke. Ist schon alles in Ordnung. Okay, interessiert anscheinend keinen. Ich habe mich gerade die Statue der seltsamen Spezies angeschaut hat und mir Versionen von meinen bisherigen Spielen gezeigt hat. Oh, hallo. Hey, hey. Also hast du die Naomi-Statue genauer angesehen? Ah, jetzt hat es. Kann ich drauf reagieren. Die Statue sah mich an und hat die Augen geöffnet. Wow, wow, die Statue hat was gemacht? Ihre Augen haben sich geöffnet und dann hast du Bilder aus deiner eigenen Erinnerung und Lichter an dich herumgesehen. Du meinst eine Halluzination? Hör zu, nicht zu ungut, aber du bist sicher, dass du starten kannst? Ich meine medizinisch gesehen. Weißt du was? Ich denke nicht weiter darüber nach. Nein, die Statue ist eindeutig seltsam. Ich meine, wenn du meinst, dass das passiert ist, dann ist das wohl so. Aber warum? Hundfels hat alles versucht, um die Augen der Statue zum Öffnen zu bringen. Und so etwas ist dabei noch nie passiert. Also glaube ich nicht, dass du von der Statue im Museum irgendwelche Antworten bekommen wirst. Ich glaube nicht, dass du von dem Statue im Museum irgendwelche Antworten bekommen wirst, aber Gabbro plant noch eine Reise durch den Untiefen der Riesen. Ich weiß aber nicht, zu welcher Insel. Vielleicht hat Gabbro dir mehr zu sagen. Andererseits ist Gabbro eben, naja, Gabbro. Also vielleicht solltest du lieber selbst nach Informationen suchen. Oh hey, jetzt bist du echt neidisch auf... Jetzt bin ich echt neidisch, dass du ins Weltall fliegst. Hey, schau mal, ob du andere Übersetzungsmaschinen nutzen kannst, um mehr über die Statuen herauszufinden, ja? Viel Glück auf deinen Flug. Okay, Harlow ist wahrscheinlich einer unserer alten Freunde. Also, wir werden jetzt einfach mal hier abheben. Von Hütchen. Keiner da. Okay, oh, wer bist du? Irgendein Kind, hä? Hallo Astronaut, fliegst du heute in den Weltraum? Fliegst du in den Weltraum und kommst nie mehr zurück, so wie Feldspat? Was? Ja, Hohenfels hat gesagt, dass Feldspat in den Weltraum geflogen und nie mehr zurückgekommen ist. Hohenfels hat gesagt, dass Feldspat besser als jeder unserer Piloten war, aber niemand weiß, was passiert ist. Hohenfels sollte dir sowas wahrscheinlich nicht sagen, aber sowas will ich gerade nicht nachdenken. Das hat Hohenfels auch gesagt. Aber wenn Feldspat verschwunden ist, könntest du doch auch verschwinden, oder? Du bist nicht so gut wie Feldspat, also solltest du echt vorsichtig sein, damit du nicht verloren gehst. Na, dankeschön! Nimmst du auf deine Reise Malus zum Rösten mit? Malus mag ich am liebsten. Ja, natürlich.
glaube ich, auf die Stadtkorps. Scheint ja wirklich fix und fertig zu sein für die Stadt. Okay, dann keine neuen Informationen mehr. Ansteuern und eingeben. Hey Leute, hey, ich werde fliegen. Hey, also, ist keiner da. Ah, hier ist so ein Kristall, der uns die Schwerkraft ändert. Der holt uns rein. Haben wir hier einen Anzug? Okay. Das Hilfe-Set. So, Drohne, was ist das hier? Schiff ansehen. Gerüchtemodus. Ah, okay. Dorf. Einzig war Kamina-Dorf sowie die Hauptquelle von Explosionen auf diesem Planeten. Die Naomi-Statue im Observatorium öffnete die Augen und ich sah mich an. Ich sah seltsam abstrahlendes Licht und meine eigenen Erinnerungen blitzten vor meinem Auge auf. Halt sagt, dass die Statue nie zuvor die Augen geöffnet hat, trotz aller Bemühungen von Hornfels. Okay, haben wir hier. Eine Höhle im Zentrum von Holzkamin, die von Outer Whites Ventures genutzt wird, um einen neuen Astronauten auszubilden. Ich habe erfolgreich weitere Satelliten für Eisen serviert. Capro. Hal sagt, Capro sei nochmal zu den Untiefen in der Riesen aufgebrochen, um mehr über die Naomi-Statue im Observatorium zu erfahren. Okay, da können wir also hin. Die Naomi-Schrift im Observatorium handelt davon, wie man irgendwelche Geräte auf dem Abraumfelsen kollabieren kann. Okay. Und die sind der Riesen. Aha, hier ist Capro. Okay, unser Schiffslog ist also ein bisschen unsere Aufgaben. Hier ist alles, es ist alles aus Holz gebaut, ne? So richtig. Ja. Ne? Oh, aber Pflänzchen an Bord. Guck ich mal noch. Ne. Sauerstoff auffüllen. Baum aufspüren, drauf zugehen, genießen. Wunderschön. Könnte ich mich irgendwie ducken? Ne. Und ich mit den Tieren. Ach, da. Einstellen. Startladekamera. Ah, okay. So. Abschnallen, Karte aufrufen, mit Tab. Gut, wo wollen wir denn das nächste Mal hin, hä? Gut, wir haben jetzt alle Möglichkeiten offen. Nicht nur zum Lock. Gut, hier ist eigentlich nichts weiteres. Mondruinen können wir. Na gut, wir können auch noch auf Holzkamin weiter gucken. Da gab es ja dieses eine Ding, was da auf diesem Zettel stand. Ich glaube, wir bleiben erstmal hier auf. Kann durch unseren Stuhl, durch meinen Stuhl durchgehen. Ich glaube, wir bleiben ja erstmal auf dem Planeten und gucken uns den ein bisschen an, bevor wir ins Weltall fliegen. Ja, nochmal gucken. Wir fliegen! Wow! Ja, gut, das ist unsere Sonne. Oder will ich, da will ich landen? Ups.
bisschen seltsam, ein bisschen eierig zu steuern. Nein! Ich wollte die Bodenkamera anmachen und nicht absteigen. Mit einem Flug abgestiegen. Bei der letzten Erinnerung. Tot. Ja. Hey, bist du bereit, die Schöne des Himmels zu genießen? Das Schiff ist vollgetankt und startklar. Ich bin gerade gestorben. Ui, hast du einen bösen Traum oder was? Du siehst noch immer total verschlafen aus, aber damit können wir wohl auch aufschließen, dass du tot bist. Ich weiß, es ist Tradition, unter dem freien Himmel zu schlafen, bevor man ins Weltraum startet. Aber wenn du mich fragst, macht einen das nur noch aufgewühlter. Gut, bereit zur Versuch Nummer 2. Hey, nicht zu feucht, du musst die Startcodes vom Observatorium holen. Ich hab die doch schon. Ich hab sie schon vom Observatorium geholt. Hast du das etwa vergessen? Wie bin ich wieder hergekommen? Ich bin davon gestartet. Ich hab's wohl mehrere Abgase eingeatmet, als ich dachte, das Zeug haut echt rein. Naja, wenn du die Codes schon hast, dann will ich dich nicht aufhalten. Viel Glück und achte gut auf das Schiff. Wäre auch geil, wenn wir jetzt hier anscheinend irgendwie in der Zeit zurückgereist sind. Habe ich eigentlich die Aufgaben noch? Ja, habe ich, okay. So, wie kann ich jetzt die C? Ach, C ist die Landekamera. Okay. Gut, war doch gut. Also, so kann ich mich umschauen. Hochziehen! Ich bin ja nicht in der Schwerelosigkeit. Okay, ich muss gar nicht da unten landen. Ja, würde man sagen, wir haben sind einigermaßen im Fluss gelandet. Vielleicht ein bisschen näher ran. Klo will ich aufgesetzt, auch egal. Nee, wo? Hier raus. So, gut. So. Ich will gucken, was hier ist. Wie gesagt, ich kann nur. Toll. Wollte eigentlich mal zurück zum Schiff und eine Sonde abschicken. Da. Um fotografieren zu können und gucken, ob da irgendwie unten Geisternebel ist. Wie kann ich das machen? Und das von hier aus? Ja, so geht's. Ja, mitten irgendwo in der Pampa gelandet. Aber es sah nicht so aus, als würde da irgendwo
Als würde da irgendwo irgendwas hängen. Beziehungsweise ob da irgendwo Geisternebel ist, sah es nicht so aus. Au. Das da sieht nämlich so aus wie auf diesem komischen Planeten, der so die Hülle sich so getrennt hat. Das ist unser Ziehharmonika-Spieler, ja. Gut. Hey. So, mal schauen, wer das da unten ist, ob der uns sagen kann, was das da ist. Hallo? Hey Küken, ich dachte, du fliegst heute diese Blechdüse ins Weltall. Was machst du noch hier? Ich habe gesehen, wie etwas über den Horizont abgestürzt ist und hat mir gar nicht gefallen, was ich auf den Bildern von meinem kleinen Scout gesehen habe. Also dachte ich, ich komme selbst her und sehe es mir an. Also, was ist abgestürzt? Ist das ein Schwarzdornsamen? Glaubst du, sowas habe ich auf Holzkamin noch nie gesehen, also könntest du recht haben. Was es auch ist, ist es ziemlich schnell Wurzeln geschlagen. Das Ding gefällt mir nicht, Küken. Das sage ich so ganz deutlich. Ich glaube, ich setze Mergel und Hal darauf an. Wir sollten uns so schnell wie möglich um diese Sache kümmern und niemand kann einen unerwünschten Pflanzen schneller entfernen als die Baumhüter. Ich muss mir aber zuerst ansehen, was in diesem Samen steckt. Ohne zu wissen, was da drin ist, will ich niemanden losschicken, um die Pflanze zu zerhacken, die vielleicht gefährlich sein könnte. Tuff kann mir helfen, den alten Scoutwerfer hierher zu schleppen. Die Öffnung ist ganz offensichtlich zu eng, als dass jemand durchpassen könnte. Und ich steck nicht einfach meine Hand in einen unangenehm aussehenden Samen, ohne irgendwas zu sehen. So kann man vielleicht einen Arm verlieren oder auch zwei. Aua! Der macht dann anscheinend Schaden. Der auch. Au. Der auch. Komisch, alle drei machen Schaden. Gut, das hatten sie jetzt hier nicht wirklich weitergebracht. Also zurück zum Raumschiff und weiter durch die Gegend cruisen. Ich weiß nicht, gibt es hier noch irgendwas Interessantes auf dem Planeten? So. Auf geht er! Juhu. Ja, ziemlich klein, ne? Und wo sind wir hier? Sind das hier irgendwelche heißen Quellen? Oh, da kann ich landen. Was ist das hier? Ist das unser Dorf? Nee, ist nicht so doof. Hier ist auch noch irgendwas zum Erkunden. So, Eier gerade ein bisschen rum. So. Ziel ist jetzt hier drin zu landen. Ja, sieht doch mal nicht mehr so schlecht aus bis jetzt.
Ja, ich würde sagen, saubere Landung, hä? Hallo? Jetzt. Ich würde sagen, wir stehen hier astrein auf dieser geilen Plattform. Ab auf Stelle 2B. Cool, das hat jetzt was. Angucken habe ich die bisschen verschoben. Licht hier. Oh, Naomi-Skelette. Das ist ein komischer Traktorstrahl, der uns auch in unser Schiff bringt. Hier ein Riesenlos. Doch einen Raumanzug, der ein Jetpack hat. Sollte ich vielleicht vorher anziehen. Oh, Raumanzug. Hallo. Dankeschön. Dieses Flickern und Flaggern da sieht ja irgendwie nicht so gesund aus, würde ich mal sein. Okay, das ist echt der normale Eingang, haben wir draußen auch schon die Plattform gesehen. Ich weiß aber nicht, wie ich fülle ich eigentlich Fuel auf. Ah, mit dem Ding. Ah, da muss ich dann nochmal zurück zum. Okay, so kann ich also. Okay, kann ich. Fotomodus. Und dem Werfmodus hin und her schalten. Dann werden wir mal so ein Foto machen und gucken, ob hier irgendwo leuchtendes Zeug ist. Ja, das ist da oben gepasst. Das hilft uns gar nichts. Wieso kann ich nicht fliegen? Haltung. Also ich muss. Was? Ich muss Space gedrückt haben? Warum denn das jetzt? Uns war es auch nicht Space. Au. Vitalfunktion kritisch. Das blockt mich, wenn ich ins Wasser falle. Okay. Hä? Was? Wieso klappt das denn jetzt hier nicht? Das ist sehr seltsam. Das mit der Steuerung hier war, das war jetzt sowas von seltsam. Ah, okay.
Jetzt habe ich es verstanden. Wenn ich Shift drücke, habe ich mein Jetpack sozusagen an. Aber um abzuheben, muss ich dann nochmal Leertaste drücken, kann nur so kurz so einen Boost machen, um nach oben zu kommen. Eon, ich bin noch immer fasziniert davon, wie viel Erz vom Projekt Zwillingstasche verschlingt. Das ist, Eckhart, ist das nicht das Erz, das für den Bau der übrigen Türme auf Zwillingstasche gebraucht wird? Ich habe gesehen, wie riesige und fertigstehende Türme, wie riesig die fertiggestellten Türme sind jetzt. Oeno. Nein, das Material für diese Türme wird allein auf Zwillingstasche gewonnen. Das Erz, das wir hier abbauen, wird zur Herstellung eines immens dicken Schutzhülle verwendet, die die Kammer im Kern von Zwillingstasche physisch abschirmen soll. Wenn alle Eingänge komplett versiegelt werden, wie will ich aber niemanden danach wegkehren hören? Okay. Kuleos, hattest du es Lehrlingen nicht verboten, solche schlechten Scherze zu machen? Wie soll er denn sonst besser werden? Hier ist noch was. Ich bin erleichtert, dass sich der Clan entschieden hat, die Erze vom Holzkamin ausschließlich für den Bau der Hülle zu verwenden. Wenn sich der Leben auf diesem Planeten bis zur fortschrittlichen Metalllegierung entwickeln soll. Wie kann ich jetzt hier runterscrollen? Ach. Bin ich zuversichtlich, dass wir ihnen nicht die Möglichkeiten genommen haben, selbst Großartiges zu schaffen. Okay, also das ist, sind ja die Naomi-Texte. Also haben die anscheinend hier irgendein Metall gewonnen. Aber wir waren dann, also unsere Spezies war hier schon da. Und die haben halt das Metall abgewonnen, aber halt wollten nicht, dass sie uns jetzt sozusagen das Wasser abgraben. Hallo, was ist das? Nichts. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Oh, hier. Aufheben Zwillingstaschen, Projektionsstein. Einsetzen. Ah, jetzt zeigt sie uns was. Hab Dank für die letzte Lieferung, Oeno. Damit sollen wir alle Materialien haben, die wir für das Projekt Zwillingstaschen benötigen. Das sind aufregende Nachrichten. Kann ich mit einem zusätzlichen Satz Augen bei der Überprüfung helfen, konkret ausgedrückt mit meinen Augen? Sobald meine Arbeit hier vollendet ist, würde ich unheimlich gern helfen. Wir werden dir dankbar, wenn du das tun würdest. Je mehr Augen nachsehen, desto eher finden wir auch die kleinsten Fehler oder Undurchsichtigkeiten in der Schutzhülle des Projekten Zwillingstaschen, die eine Katastrophe verursachen könnten. Sobald wir mit der Hülle fertig sind, sind die zentralen Kammern versiegelt. Werden wir sicherstellen, dass es keine physische Öffnung mehr gibt. Rami und ich werden das Innere und dann das Äußere auf Risse untersuchen. Unsere letzte Sicherheitsprüfung.
Okay, wir haben Shiftlast aktualisiert. Wenn ich brauche ich den noch für irgendwas? Lass den einfach mal hier drin. Und wir haben da ja noch den so einen Teleporter, beziehungsweise so einen Traktorstrahl. Das hat man schon. Anscheinend irgendeine alte Naomi-Ruine. Komm ich auch nach unten? Nee, nach unten komm ich nicht. Sondern fahr schon nach oben. Da unten muss ich runterspringen. Ich bin unter Wasser, hä? Ja. Gut. Hier ist nichts. Okay. Jetzt, wenn ich unter Wasser jetzt laufen kann mit meinem Anzug, kann ich ja in unserem Dorf rein theoretisch in den Krater springen, um den da zu erkunden. Das ist auch... Ah, das geht raus. Okay. Sonst noch irgendwas? Nicht so aus. Wow. Okay, so wären wir viel leichter hier hochgekommen. Muss ihm aber auch mal einer sagen, ne? Und sonst gibt es hier, glaube ich, in der Höhle nicht viel mehr zu sehen, oder? Wir leben schon viel zu lange wieder auf. Gut, ich würde sagen, wir machen wieder an der Stelle hier Pause. Und schauen dann in der nächsten Folge mal, wo uns unser Weg hier noch hin verschlägt. Das gibt's doch nicht. Hier unten kann ich noch irgendwo nachmachen. Oder gut, das kann ich mal jetzt schneller machen. Das bringt mich einfach nur hier runter zu dem... Ja, okay, das wäre nur ein... Gut, das ist nur ein einfacher Weg, dahin zu gehen. Gut, dann danke ich dir immer fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir die Welten... beziehungsweise die außerweltlichen Ereignisse erkunden. Und bis dahin, ciao, ciao.